Hi ihr, heute zeigen wir euch in der Katharinenburg zwei lustige Attraktionen. Einmal den Galileo-Park und einmal das Haus, das auf dem Kopf steht. Das Kopfstehhaus findet man mitten in der Fußgängerzone der Stadt in der Ulica Vainera, wo es viele Skulpturen gibt. Es ist angeschlossen an ein Horrorlabyrinth und ein Spiegelkabinett, aber man zahlt für alles einzeln. Solche Häuser sind in Russland voll beliebt und es gibt schon Dutzende davon. Einer hatte die Idee, machte Geld und alle kopierten es, ganz wie in Deutschland. Genug auf den Kopf gestanden, wir gehen jetzt in den Galileo-Park, wo es optische Täuschungen gibt. Dieser Park ist Untermieter in einem echten Filmstudio am Lenin-Prospekt. Es gibt hier viel zum Selbermachen und Labyrinthe sind hier gleich im Preis dabei und so waren wir auch da drin. Natürlich darf hier ebenfalls kein Zimmer fehlen, wo man irgendwie auf der falschen Seite steht. Ohne so etwas geht in Russland momentan gar nichts. So, das waren zwei Attraktionen in Jekaterinburg. Mehr Videos von mir findet ihr unter dem jetzt eingeblendeten Link. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss!